frage mich, warum meine Pflanze die ganzen Blätter abwirft. Tür auf! Ich werde das ganze Hotel aufwischen. Mein kleines Wutzi-Pflänzchen. Was ist mit dir passiert? Entschuldigung, ihr Kerl tut gerade im Park. Onkel Patrick! Hast du ihn gesehen? Wie sieht er aus? Ja, keine Ahnung. Es ist dunkel, war halt im Vorbeifahren. Danke nochmal wegen neulich. Wir suchen einen Parkplatz. Ja, das kann dauern. Ja? Zeig mir mal dein neues Videospiel. Komm, Großer. Also, ich habe drei Namen gestrichen. Grüß dich. Hallo. 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 Micky, kann ich nicht mal kurz allein sprechen? Kriegst ihn gleich wieder. Aber wir müssen fertig werden. Komm gleich, Schatz. Ich hab mich neulich mit Rufen unterhalten. Er hat ein bisschen Angst vor seiner Bar Mitzwa. Was? Hat er mir gar nichts erzählt? Ich werde mal mit ihm reden. Ja? Bist du Meschugge? Ich hab dir eine Vollmacht dagelassen. Ja. Ich muss ins Büro. Was um die Uhrzeit? Ja, was soll ich machen? Der Typ fliegt morgen nach New York. Schau mal, Gunda Perlmann kommt auch. Nettie, ich fahr noch mal ins Büro. Gunda. Ist wahrscheinlich im Bad. Kannst du ihr sagen, ich treffe sie nachher zu Hause. Aha. Hallo. Ah. Das ist der Mann meiner Cousine, Micky. Aha. Lechaim. 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 Hab ich? Ja. Hm? Gerne. Ein bisschen, nicht so viel. Lechaim. 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 Trink du mal lieber nicht so viel. Also das muss ich am Ende noch nach Hause tragen. Ach, was seid ihr denn schon, was dein Jonathan? Mach dir mal keine Sorgen. Lechaim! Lechaim! Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt lieber mit dem Essen anfangen. Jonathan, wollen Sie heute den Kiddusch machen? Ja, gerne. Klar, habe ich geübt. Ich meine, kann ich. Yom HaShishi Vayechulu HaShmaim VeHaAretz VeChol Tzvaam Vayechal Elohim BeYom HaShvei Melechto Asher Asa Zecha Litziat Mitzrayim Kivanu B'Chata Ve'otanu Kidashta Amen. Hunger! Was machen Sie eigentlich beruflich, Jonathan? Landschaftsarchitekt. Das ist ein Beruf? Sogar ein sehr schöner, wie ich finde. Wieso sind Sie so erstaunt? Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass es jüdische Landschaftsarchitekten gibt. Jonathan, Sie müssen wissen, Chil war mal mit einem Arzt zusammen. War ein feiner Kerl, dieser Larry. War ein feiner Kerl. Können wir bitte das Thema wechseln? Er war ein Potz. Was ist ein Potz? Idiot. Ich bin ein Idiot? Ihr treibt mich alle in den Wahnsinn. Kennst du diesen Malcolm Howell? Klar. Das ist mein großes Vorbild. Ich habe letztens Bilder gesehen von diesen Chicago Plains, die er gemacht hat. Das ist großartig, oder? Aber du bist kein Landschaftsarchitekt. Nein, ich arbeite bei meinem Vater. Na, arbeiten ist gut. Sie können sein, was Sie wollen. Die Hauptsache ist, Sie sind gut zu meiner Tochter. Und kein Goy. Nein, nein, nein.
Es war wirklich oberlecker. Was heißt denn hier wow? Gibt es bei Ihnen immer so wenig zu essen, Herr Rosenzweig? Papa, sag doch einfach Jonathan zu ihm. Ja, soll ich? Rosenzweig, das klingt irgendwie so förmlich. Oh. Ja. Ja, ja. Komm ich. Warum eigentlich nicht? Ich kenne in ganz Berlin keine Familie Rosenzweig. Opa Jonathan kommt ja auch aus München, weißt du? Er wohnt noch nicht so lange hier. Ja. Die Rosenzweigs aus München, die kennen wir doch, Sarah. Die haben wir in Tel Aviv am Strand getroffen. Die haben die Tochter mit dem unehelichen Kind. Nein. Die heißen nicht Rosenzwerg, die heißen, hilf mir doch mal. Baum. Nein, jetzt habe ich den Namen vergessen, nein. Die Rosensteins. Genau. Ja. Also, Jonathan. Erstens kommen die Rosensteins aus Frankfurt. Und zweitens hat nicht die Tochter, sondern der Vater ein uneheliches Kind. Weißt du? Ich glaube, Sie meinen die Grünsteins aus Düsseldorf. Der alte Grünstein hat doch die Familie wegen des Au-pairs seines Enkelkinds verlassen. Ach, die arme Frau. Ja. Ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Shabbat Shalom! Meine Familie ist so irre.